Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer radiologischen Fortbildung aus dem Donauspital. Thema ist heute Lungenbildgebung bei Covid-19-Patientinnen und Patienten. Und erstellt haben den Vortrag Oberst Wassipaul, Bertha Neverkler und ich. Mein Name ist Helmut Ringel, ich bin Leiter der Radiologie im Donauspital. Man sollte glauben, es ist relativ einfach. Die klassischen Zeichen im CT von Covid-19 sind peripheres Milchglas und periphere Konsolidierungen. Nun, was ist Milchglas? Milchglas ist, Sie sehen hier so einen Hauch von einer Verdichtung und Sie sehen die Struktur dahinter. Es ist genauso wie bei Milchglas, wenn Sie jemanden hinter ein Milchglas stellen und Sie schauen von der anderen Seite durch, dann sehen Sie dessen Konturen. Und genauso ist es in der Lunge, wenn Sie eine Milchglasverdichtung haben, sehen Sie die Lungenstrukturen, in dem Fall die Gefäße, durch. Während wenn Sie Konsolidierungen haben, das hier sind periphere Konsolidierungen, ebenfalls bei einer COVID-19 oder Covid-19-Pneumonie, sehen Sie die Konsolidierung. Es ist nicht flau, sondern es ist wirklich weiß und in dem Fall grau. Und Sie sehen, die Strukturen, die dahinter liegen, sehen Sie nicht durch. Das ist eine Konsolidierung. Das hier ist Milchglas, ganz zarte Verschattung und alle Strukturen dahinter bleiben weiterhin sichtbar. Und mit diesem Slide sind wir bereits in der Realität angelangt. Wir sehen hier Milchglasveränderungen von vier verschiedenen Erkrankungen. Wir sehen hier links oben Milchglas von einem Patienten im Donauspital mit zusätzlichen Interlobulärsepten. Wir haben eine virale Pneumonie suspiziert, Covid-19 möglich. Bis jetzt alle Tests negativ, weder der CMV-Test noch der Influenza-Test noch der Covid-19-Test positiv. Möglicherweise finden wir es noch raus. Ein Patient mit Pneumocystis carinii Pneumonie, Sie sehen hier multiple kleine Zystchen, die helfen uns, aber das Milchglas ist am Anfang sozusagen ohne Zystchen da und in dem Fall haben wir dann Schwierigkeiten. Das ist ebenfalls Milchglas an mehreren Stellen, in mehreren Lappen, an sich ein perfekter Fall. Heute, wenn der kommen würde ins Spital und ich habe keine zusätzliche Klinik, würde ich sofort sagen, das ist Covid-19-Suspekt. De facto war es aber eine Hämorrhagie und in dem Fall hilft uns sicherlich die Hämoptyse, wenn sie in der Zuweisung denn vermerkt ist. Das hier ist ein Patient mit Alveolarproteinose und die anderen 20 Erkrankungen, die es gibt, die ähnlich oder genauso ausschauen, erspare ich Ihnen. Gut, wie ist die Wertigkeit vom normalen Röntgen? Nun, das Röntgen ist eine weniger genaue Untersuchung wie die CT-Untersuchung, das ist, glaube ich, allen klar. Und das Röntgen ist deshalb auch bei milden Veränderungen, wenn es sehr früh ist im Covid-19-Stadium und wenn sehr wenig Veränderungen da sind, ist es wenig sensitiv und viel weniger sensitiv als das CT. Bei fortgeschrittenen Symptomen ist das Chorpulmon häufig positiv, wie in diesem Fall. Sie sehen an mehreren Stellen Infiltrate und können ihr, wenn die entsprechende Klinik passt, durchaus einen Covid-19-Verdacht aussprechen. Zusätzlich ist noch zu erwähnen, dass das mobile Röntgen natürlich einem Röntgen im Zentralröntgen bei uns vorzuziehen ist. Warum? Weil der Patient nicht durch das ganze Krankenhaus transportiert werden muss und natürlich die Infektionsgefahr für die anderen geringer ist. Bei hospitalisierten Patientinnen kann das Chorpulmon natürlich nützlich sein, wenn eine entsprechend starke Klinik vorliegt, dass man andere Diagnosen ausschließen kann, zum Beispiel eine Lubert-Pneumonie als Zeichen einer Bakterien-Superinfektion, eine Pneumothorax bei Beatmung oder natürlich Pleuraergüsse sind auch wesentliche Informationen. Bei stabilen intubierten Patienten ist es natürlich so, dass dann nicht jeden Tag bei Covid-19-Patienten ein Röntgen indiziert ist. Natürlich, wenn eine Dynamik vorliegt, jederzeit. Hier noch eine Folie mit der Sensitivität des Lungenröntgens. Sie sehen hier 69% vom Lungenröntgen versus 91% beim PCR-Test und dann ein Vergleich zwischen Lungenröntgen und CT. 46% für das Lungenröntgen und 88,9% für die Computertomographie. Wie hoch ist nun die Sensitivität der CT-Untersuchung im Vergleich zum PCR? Gut, das kommt sicher darauf an, wann wir die CT-Untersuchung machen. Wenn wir sie am Tag 2 nach Infektion machen, wird sie eher negativ sein. Wenn wir sie am Tag 5 oder am Tag 10 nach Infektion machen, wird sie eher positiv sein. Und die großen Studien aus China, hier die Studie mit 1000 Patienten mit 97% Sensitivität und unten angeführt die Sensitivität mit 98% für die 51-Patienten-Studie aus China.
Diese Patienten, die hier untersucht waren, waren großteils positiv und sie waren alle symptomatisch, sonst wären sie nicht eingeschlossen worden in die Studie. Daher ist diese Sensitivität auch etwas mit Vorsicht zu genießen. Hier eine weitere Studie, 104 Patienten und wir haben eine Sensitivität von 93%, klingt wiederum sehr toll. Die Spezifität liegt bei 53%, der positive Predictive Value liegt bei 92% und der negative Predictive Value nur bei 42%. Das ist sicherlich auch einer der Hauptgründe, warum CT als Screening bei asymptomatischen Patienten zurzeit nicht empfohlen wird. Wo ist das CT nun besser und sensitiver als das Lungenröntgen? Insbesondere im frühen Stadium, bei milden Formen. Natürlich kann man die Progression im CT noch besser beurteilen und wenn es alternative Diagnosen gibt, wie zum Beispiel eine Pulmonalembolie oder eine Aortendissektion, dann sieht man die im CT natürlich auch viel besser. Es gibt eine gewisse Einschränkung der Verfügbarkeit von CT-Geräten. Warum? Weil wir zwischen Covid-19-Patienten und gesunden Patienten natürlich desinfizieren müssen und auch eine gewisse Zeit den Raum belüften müssen und schauen, dass die Aerosole auch entsprechend abgesaugt sind, damit wir keine Kreuzkontamination im Röntgen durchführen. Und wann ist jetzt ein CT indiziert? Zum Beispiel ist ein CT indiziert, wenn man eine funktionelle Lungenbeeinträchtigung nach überstandener Covid-19-Pneumonie hat, um nachzusehen, ob es entsprechende Schäden, Parenchymschäden noch gibt und Residuen gibt oder ob es natürlich alternativ eine andere Ursache gibt, die ebenfalls oder die ganz anders therapierbar wäre. Eins wissen wir bei der Entlassung von Covid-19-Patientinnen, die eine schwere Pneumonie hatten, sehen wir deutliche Residuen und die werden wir auch in den nächsten Jahren häufig noch als Residuum dieser Pandemiewelle bei uns in der Computertomographie sehen. Nun, was wissen wir bereits über diese Erkrankung? Wir wissen, dass zum Beispiel bis zu 33% aller Infektionen asymptomatisch verlaufen. Nun, wir wissen auch, dass wir trotzdem im CT bereits Veränderungen sehen können, auch wenn der Patient asymptomatisch ist. Und woher wissen wir das? Das wissen wir von diesem Kreuzfahrtschiff hier, der Diamond Princess. Hier gibt es eine Studie, wo 82 asymptomatische Patientinnen und Patienten untersucht worden sind. Und obwohl diese asymptomatisch waren, sind bei 54% pneumonietypische Veränderungen im CT-Screening gefunden worden. Also auch wenn der Patient keine Symptome hat, kann man im HRCT manchmal bereits Veränderungen sehen. Jetzt geht es ans Eingemachte. Die gesunde Lunge von der kranken Lunge zu unterscheiden, ist im CT nicht schwierig. Schwieriger wird es, wenn man jetzt eine Covid-19-Pneumonie von einer anderen Pneumonie und insbesondere von viralen Pneumonien unterscheiden möchte. Und wenn Sie sich das hier anschauen, das ist eine Studie, die ebenfalls jetzt erst publiziert worden ist, periphere Veränderungen sind bei Covid-19-Patienten in 176 Patienten der Fall gewesen und in 117 in Non-Covid, hochsignifikant. Zentrale und periphere Veränderungen in 31 bei Covid-19 und in 72 bei Non-Covid-Patienten, auch hochsignifikant. Gehen wir zum nächsten Tier. Ground Glass Opacity, diese Milchglasveränderungen. 200 bei Covid und 140 bei Non-Covid. Fine Reticular Opacity habe ich Ihnen vorher gezeigt, Dintolobulärseptenverdickungen 120 zu 45. Ebenfalls hochsignifikant. Vascular Thickening, hochsignifikant. Interessant ist auch, dass hier der Pleuraerguss bei Covid-19 sehr selten ist im Vergleich zu den anderen viralen Pneumonien. Das Problem dabei ist nur, wenn ich jetzt hier mir diese Zahl hernehme, 200 versus 140, das reicht nicht aus, um eine klare radiologische Diagnose zu machen. Das ist der Grund, warum wir manchmal schreiben, virale Pneumonie oder atypische Pneumonie, weil wir einfach im CT nicht differenzieren können. Taktisch könnte man natürlich sagen, in Covid-19-Zeiten bezeichnet man alles als Covid-19 und dann hat man eine hohe Spezifität, weil einfach nur Covid-19-Patienten durch die Tür kommen. Sollte man natürlich nicht machen, deshalb haben wir zum Teil durchaus noch eine vorsichtige Diktion. Für alle anderen gilt natürlich, wenn man es nicht ausschließen kann oder wenn wir sagen, es ist eine virale Pneumonie, muss man natürlich zum eigenen Schutz davon ausgehen, dass es ein Covid-19-Fall ist und die Schutzmaßnahmen natürlich so lange wie möglich hier einhalten, damit man
selbst nicht das Opfer dieser Erkrankung wird. Nun, die Sensitivität und die Spezifität. Wie gesagt, die Sensitivität ist relativ einfach. Die geht von 88% bis 99%. Eine gesunde Lunge von einer kranken Lunge zu unterscheiden, ist einfach. Schwieriger wird es mit der Spezifität, insbesondere wenn ich die Spezifität zu anderen viralen Pneumonien nehme. Da habe ich dann sehr wenig Unterscheidungsmöglichkeiten und ich sinke da auf zum Teil unter 50% ab. Hier stelle ich noch ein Konsensuspaper von der Fleischner Society vor. Das ist eine thoraxradiologische Gesellschaft, internationale Besetzung. Die haben sich zusammengesetzt und Guidelines für die Bildgebung formuliert. Die Voraussetzung, dass diese Guidelines in dem Fall zutreffen, sind natürlich, dass keine Knappheit von Behandlungsressourcen der Fall ist, dass es genug PCR-Tests gibt und so weiter. Das ist bei uns der Fall. Das heißt, wir können diese Guidelines bei uns anwenden oder zumindest ins Auge fassen, dass wir uns dran halten. Bezüglich Ultraschall gibt es derzeit noch keine klaren Empfehlungen. Es gibt einige Intensivmediziner, die das hervorragend können und natürlich hat es Vorteile, wenn der Patient nicht durch das Krankenhaus transportiert werden muss. Nachteile vom Ultraschall sind klarerweise, dass er nicht in die Lunge hineinsehen kann, wenn keine Konsolidierungen vorhanden sind. Natürlich viele andere oberflächliche Veränderungen, genauso wie Pleuraerguss und Stauungszeichen können natürlich mit Ultraschall hervorragend detektiert werden. Es ist ein ganz wichtiges Statement ist, dass eine Bildgebung als Screening für asymptomatische Patienten zurzeit nicht empfohlen wird. Was mache ich mit einem Patienten mit einer milden Symptomatik, vereinbar mit Covid-19? Der Covid-19-Test ist negativ, es gibt eine niedrige oder es gibt eine niedrige Vortestwahrscheinlichkeit. Hier wird keine Bildgebung empfohlen. Bei Covid-19-positiven Patienten mit einer hohen Vortestwahrscheinlichkeit, ohne Risikofaktoren, bei milder Symptomatik ebenfalls keine Bildgebung. Wenn Risikofaktoren da sind, dann jedoch Bildgebung. Mittelgradige bis schwere Symptomatik vereinbar mit Covid-19, Bildgebung je nach Verfügbarkeit, CT oder Thoraxröntgen. Wenn eine Verschlechterung des klinischen Zustandes da ist, häuslich oder hospitalisiert, ebenfalls Bildgebung. Und schon beginnen wir mit unserem ersten Fall. Wir haben hier eine Patientin mit 49 Jahren. Sie hat einen hochgradigen Verdacht auf Covid-19 und die Frage ist Infiltrat. Und wenn wir uns das Lungenröntgen hier anschauen, können wir ganz klar sehen, dass wir hier ein kleines Infiltrat haben. Das ist absolut kompatibel mit Covid-19, aber es ist natürlich nicht spezifisch auf Covid-19. Jedes andere pneumonische Infiltrat kann am Anfang so ausschauen. Gut, die Patientin war positiv. Unser nächster Fall, ein männlicher Patient mit 53 Jahren, der Patient hat seit 3 Wochen Husten, seit einer Woche Fieber, subjektive Verschlechterung seit 2 Tagen und er ist bekannt Covid-19 positiv. Wir sehen hier multiple Infiltrate auf der linken Lunge, vorwiegend peripher angeordnet, in der rechten Lunge sehen wir nichts und das ist natürlich ein klassischer Fall, der Covid-19 typisch ist, auch schon im Lungenröntgen. Unsere nächste Patientin, 46 Jahre, Fieber, seit 10 Tagen Husten. Wir sehen im Röntgen mehrere periphere kleine Infiltrate. Und wenn Sie sich das jetzt so ansehen, dann kann man natürlich sagen, das ist keine klassische Pneumokokkenpneumonie, keine Lobert-Pneumonie, sondern es sind wirklich mehrere kleine periphere Infiltrate. Und in der jetzigen Zeit, wo wir viel Covid-19-Patientinnen haben, muss man natürlich hier einen Covid-19-Verdacht auch aussprechen. Und das haben wir auch getan, Suspekt auf Covid-19. Und die Patientin war dann auch positiv. Nun, unser nächster Fall. Patient mit 76 Jahren. Wir haben eine Vorerkrankung von einem Bronchi, ist mittlerweile operiert worden. Wir haben eine Covid-19-positive Anamnese, die Dyspnoe ist vorhanden und wir haben eine erniedrigte Sättigung. Nun, wenn wir uns das Lungenröntgen anschauen, hier klassisch diese peripheren Verdichtungen, Milchglas, hier bereits Konsolidierungen und hier noch einmal Milchglas und hier die koronale Ansicht, viele Konsolidierungen bereits, dazwischen noch Milchglas, also da ist natürlich schon ein
ordentlicher Anteil, sicher 20-30% des Lungengewebes, zumindest makroskopisch sichtbar, betroffen. Und da kann man sich die erniedrigte Sättigung und die Dyspnoe vorstellen. Gar nicht zu reden von allen Veränderungen, die dieses Virus macht, die wir im CT gar nicht sehen können. Nun ein weiterer Fall. Patientin mit 61 Jahren, selbst Kopfverdacht, ihr Ehemann auf Station 66 ebenfalls mit Kopf-2-Verdacht aufgenommen. Wir sehen das Lungenröntgen und wir sehen hier multiple periphere Infiltrate auf beiden Seiten. Klassisch eine atypische Pneumonie, wahrscheinlich viral bedingt und in dem Fall in COVID-19-Zeiten. In COVID-19-Zeiten ist dieser Fall natürlich COVID-19-suspekt. Es ist dann noch ein Lungenröntgen, ein Patient hat sich als positiv herausgestellt und eine Computertomographie hat er auch noch bekommen. Und in dieser Computertomographie sehen wir multiple periphere Konsolidierungen, nur mehr wenig Milchglas. Das heißt, wir haben schon ein späteres Stadium der Erkrankung. Sie sehen die Konsolidierungen, die Gefäße sind nicht mehr sichtbar. Und dieser Patient hat auch Pleuraergüsse, auch wenn diese eine Studie, die ich vorher präsentiert habe, gezeigt hat, dass die Pleuraergüsse bei Covid-19 relativ selten sind. Nun, hier sehen wir unseren nächsten Fall. Patientin mit 67 Jahren, Dyspnoe, Husten, Pneumonie, CRP 162, Lymphozytopenie, Covid-19-Frage. Nun, diese Untersuchung ist eine Spezial-CT-Untersuchung, die aufgenommen worden ist mit der Dosis eines Lungenröntgens. Also wir haben hier wirklich sehr viel Dosis gespart und trotzdem haben wir eine Untersuchung, die wesentlich mehr zeigt als ein Lungenröntgen per se, weil es halt keine Projektionsartefakte gibt. Was wir mit dieser Super-Low-Dose-Untersuchung hier sehen können, ist, dass die Bronchialwege hier verdickt sind, sekret markiert sind, unregelmäßig. Und wir sehen, dass hier am Ende des Bronchialbaums lauter kleine Knospen drauf sind, das Milchglas. Das ist aber nicht das Milchglas, was Covid-19 macht. Hier sehen Sie es noch einmal, der Bronchialbaum. Und hier die kleinen Knospen drauf. Das Ganze heißt Dream Bud, mit weichen D geschrieben. Und dieses Zeichen ist typisch für Viren, Tuberkulose und Mykoplasmen, können aber natürlich auch andere gewöhnliche Bakterien theoretisch sein. Nicht Covid-19-suspekt. Und dieser Fall hat sich dann auch als negativ herausgestellt. Und hier noch einmal der Vergleich, warum das Tree in Bud heißt, Baum in Blüte. Wenn Sie sich das hier anschauen, Sie sehen hier den Bronchialbaum, dieser Patient von uns mit diesen kleinen Blüten drauf. Und genau das Gleiche zeigt uns die Natur im Moment draußen in wunderschöner Art und Weise. Gut, nächster Patient. Wir haben 81-jährigen Patienten männlich, hat ein Hodenkarzinom gehabt, ein RCC, nun hat ein Pankreaskarzinom, eine Chemotherapie ist geplant, das CRP ist 76. Und die Frage war, hat er Covid-19 oder nicht? PCR ist zweimal negativ gewesen. Und wenn Sie sich die CT-Untersuchung anschauen, dann sehen Sie hier diese Emphysempulle hier und hier dazwischen sieht man sie auch, da, überall. Und man sieht auch einzelne Areale mit Milchglas, wie hier. Und mit hier und mit hier. Diese Veränderungen sind allerdings nicht typisch für Covid-19 und der PCR-Test war auch zweimal negativ. Gut. Nächster Patient. 36-jährige Patientin, Pneumonie mit initial massiver CRP-Erhöhung, AZ ist reduziert, intermittierend Sättigungsabfälle, in der Sono gibt es einen Akkusbeizeitz. Wir schauen uns das Lungenröntgen an. Im Lungenröntgen sehen wir bilaterale, große Lobea, Pneumonie, suspekte Veränderungen, beide Unterfelder sind komplett verschattet, das Zwerchfell ist nicht mehr erkennbar. Es wurde dann natürlich noch eine CT-Untersuchung durchgeführt und da wurde dieses Bild bestätigt, Lobea-Pneumonie in beiden Unterlappen. Hier im Lungenfenster, hier im Weichteilfenster, Sie sehen, die Unterlappen sind angeschoppt, ab und zu, da ist noch ein positives Aerobronchogramm, aber kein Milchglas in den restlichen Arealen. Das ist eine klassische Pneumokokkenpneumonie und de facto war es dann auch vom Test her genau eine Pneumokokkenpneumonie und sie war negativ auf Covid-19. Gut, nächster Fall, 82-jähriger Patient, Anamnese, Fieber, Husten, Dyspnoe, kein Kontakt zu Covid-19 und
wenn man sich das anschaut, auf den ersten Blick wird man sagen, naja, da ist Milchglas und hier ist Milchglas, hier und hier und segmental und mehrere Lappen und peripher ist es auch noch ein bisschen. Also ganz klassisch Covid-19, es ist aber ganz klassisch nicht Covid-19. Das ist eine Überblähung von diesen Lungenarealen und diese milchglasartig ausschauenden sind die normalen Lungenbezirke. Also Sie sehen hier die Bronchialwege, die sind verdickt, sie sind sekretmarkiert, sie sind unregelmäßig. Das ist ein Patient mit einer COPD, der auch entsprechend hier Lungenareale mit Airtrapping hat, hier, hier und hier. Also das ist ein Bild, wo es ganz genau umgekehrt ist. Das Gesunde ist das Milchglas, unter Anführungszeichen, wenn der Patient nicht so stark einatmet, die Atemkommandos nicht so stark beachtet, dann kommt die Lunge natürlich etwas dichter zur Darstellung und schaut aus fast wie Milchglas. Die Bronchien, auch die größeren Bronchien sind eher schlitzförmig, also da ist vielleicht auch eine Bronchomalazie dabei. Gut, dieser Patient war negativ. Ein weiterer Fall, der vor kurzem bei uns reingekommen ist, 67-jährige Patientin mit Insult und Verdacht auf myeloproliferative Erkrankung. Was wir hier sehen ist, wir sehen in mehreren Lungenlappen Verdichtungen. Hier und das Besondere an diesen Verdichtungen ist, die sind solide und an der Innenseite von zystischen Lungenveränderungen. Und das hier ist ein ganz klassischer Fall einer Aspergillus-Pneumonie, einer Aspergillus-Manifestation in der Lunge von dieser Patientin. Diese Veränderung ist hochspezifisch und hier können wir ganz klassisch sagen, das ist kein Covid-19, das ist auch keine Metastase, sondern das ist ganz klassisch Aspergillus. Gut, unser letzter Fall. Wir haben eine 61-jährige Patientin. Sie ist zweimal synkopiert. Sie hat initial eine Sinustachykardie, ein Dd-Mehr von 1,75. Entsprechend hat sie natürlich sofort eine PE-Spirale bekommen mit der Frage PE-DVD. DVD haben wir keine gefunden. Was wir aber gefunden haben, ist, wir haben hier ein Stückchen Milchglas gefunden, wir haben hier Milchglas und hier Milchglas. Und wenn wir zur nächsten Folie gehen, diese Patientin war positiv. Wir haben auch den Verdacht von diesen Milchglasveränderungen gestellt, dass es Covid-19 ist. Sie hat aber zusätzlich, das ist eine koronale Maximum Intensity Projection, wo man hier diese Lungenarterie sieht, die hier verschlossen ist mit einem Thrombus. Also die Patientin hatte auch eine Pulmonalembolie und eine Covid-19-Pneumonie, aber in unterschiedlichen Arealen. Und damit man das sehen kann, dass sozusagen nicht die Lungenembolie hier dieses Milchglas bedingt hat, als Vorstufe von einer Minderbelüftung oder einer infarktähnlichen Situation, haben wir noch ein die Rekonstruktion durchgeführt und hier sieht man, das ist die Pulmonalembolie und das hier ist das Milchglas und das Milchglas und das Milchglas von dieser Patientin. Diese Areale hängen nicht örtlich zusammen und diese Patientin hat halt Läuse und Flöhe und hat eine Covid-19-Pneumonie und eine Pulmonalembolie, ohne dass man eine Ursache oder ohne dass man eine Kausalität hier feststellen kann. Gut. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das neue Videoformat oder das neue Präsentationsformat gefällt und findet Anklang. In diesem Sinne, in jetzigen Zeiten, wünsche ich Ihnen bleiben Sie gesund und natürlich auch negativ. Also, einen schönen Tag noch.